Ab in die Schlucht mit Schröckert. Wir spielen The Quarry, der Steinbruch von Supermassive Games. Und die haben sehr filmische Spiele bisher gemacht, alle im Horror-Setting. Deswegen gönnen wir uns das heute mal. Ja, ich bin gespannt. Wir haben lange schon kein After Dark mehr gehabt. Das weiß ich, weil ich, glaube ich, damals der Einzige war, der After Dark gemacht hat. Nö, ich habe auch. Ich glaube, ich ja, habe sogar, glaube ich, sogar zwei After Dark mal gemacht. Ich habe das eine Spiel mit Rutger Hauer gespielt. Oh, Observer, die Cyberpunk, ne? Genau. Das habe ich gespielt. Überraschend interessant. Und ich habe noch ein Spiel gespielt. Also ich meine, ich habe den Vorläufer, den spirituellen Vorgänger. Ach, hier von Quarry. Von The Quarry, den habe ich ja, ich meine sogar auch mit dir gespielt, aber auf jeden Fall auch mit Colin. Ich weiß noch, dass ich mich mit Colin einmal richtig verjagt habe. Es gab vor allem einige natürlich. Es gab ja einige Vorläufe mittlerweile. Wir haben vorhin nachgeguckt. Wir haben die auch schon alle mal gespielt in irgendeiner Form. Welchen meinst du speziell? Weißt du noch welche? Nee, das war Until Dawn. Oder? Until Dawn. Okay, Until Dawn. Den, sag ich mal, der Klassiker. Genau. Ja? Den habe ich damals, da waren wir noch hier unten im Keller. Drüben oh, in Haus Nummer 9. Im Stinkekeller. Direkt, oh, mit dem, man hat gefühlt mit der Nase in der Klospülung gehabt. Wo diverse Leute auch schon drin übernachtet haben, weil sie nämlich nicht mehr nach Hause gekommen sind. Alter, das werde ich nicht vergessen, da hat auch mal jemand illegal übernachtet. Illegal? Der wusste keiner, dass der, ne? Und plötzlich hat er da gepennt. Und der war jeden Morgen pünktlich da. Man hat sich mal gefragt, wie schafft er das? Als Erster. Ohne Schlüssel. Wie kann der vor allen anderen da sein? Wie geht das? Tja, bis wir die Wahrheit rausgefunden haben. Und irgendwann hat es merkwürdig gerochen im Keller. Nein, Quatsch. Aber da habe ich das, da weiß ich noch, das habe ich da gespielt. Und ich das war auch noch souverän, fand ich. Ja. Until Dawn war noch souverän als Spiel. Genau. Das, also wir hatten auch eine Menge Spaß. Das war halt wie so ein, wie so ein Abend, ja, wie so ein Abend, wie die, wenn du jetzt sagen würdest, wie so ein Abend Stranger Things vielleicht. Mhm. Und früher halt wie so ein Abend, keine Ahnung, mit Nightmare, mit, keine Ahnung, Halloween und sonst irgendwie so. Also einfach ein bisschen so ein sorgenloser Schocker oder Gruselabend. So. Ja, auch aufgebaut auf diesen ganzen Tropes, weil das sind Teenies im Wald. Einer ist ein bisschen und also die Story, die Grundstory, warum sie, also jetzt bei Until Dawn, warum sie in dieser Hütte waren, hatte ja auch schon mit Drama zu tun. Also der Aufbau war, finde ich, sehr schön. Ich finde immer, die Spiele nehmen sich ein bisschen zu ernst. Das ist mein Problem mit der Reihe, gerade mit den letzteren Teilen. Ist aber eine persönliche Meinung. Also, ich finde, die nehmen sich immer zu ernst und werden dann so ein bisschen cheesy, aber ohne, dass sie so haha. Aber ich, genau, aber ich bin inzwischen doch eher auf der Seite, dass ich sage, ey, lieber nimm dich ernst und sei cheesy, als so die ganze Zeit auf, haha, wir wissen, was wir machen, zwinker, zwinker und so. Das ist mir mittlerweile ein bisschen zu viel, weil dadurch durch Filme wahrscheinlich bei dir. Ja, genau. Dadurch gehen dir halt eben Figuren nicht mehr so nah, finde ich. Wenn du weißt, sie nehmen es selbst nicht so ernst, sie sind sich selbst, sag ich mal, bewusst und schütteln das so ab. Ja, ich finde, es ist ein schmaler Grat zwischen, ich kann akzeptieren, was ich bin und trotzdem mit dem Zuschauer agieren, und ich weiß, was ich bin und ich sag's aber auch ständig dem Zuschauer so. Und das ist so, da finde ich, da kommt's immer aufs richtige Verhältnis, auf die richtige Mischung an, dass es gut aufgeht oder gut funktioniert. Aber ich finde, in heutigen Zeiten ist es zu oft, ja, zu selbstbewusst und nicht zu, also und zu wenig einfach mal let it go, ja. Und deswegen sitzt du hier. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie wir beide gleich jetzt zusammen The Quarry spielen werden. Weil wir sind auch eine gute Mischung aus. Ich finde eigentlich alles cool, was irgendwie so ein bisschen After Dark-Setting hat, finde ich toll. Und ich mag aber auch diese FMVs von früher, ne? So selbst ablaufende Filme. Hier ist es jetzt gerendert 3D, ne? Aber es ist trotzdem irgendwie noch ein Film, wo man minimal Entscheidungsmöglichkeiten hat. Ich bin sehr gespannt, wie War Phantasmagoria After Dark? Nee, ne? Also es wäre After Dark. Wir haben es als Spiele mit Bart. Ja. Ich überlege. Oder wir haben natürlich auch After Bart. Ja. Wiederum. es ist mittlerweile ein ganzer Kosmos. Also ich überlege gerade wirklich, wenn ihr wisst, wann ich das. Ich habe noch mal ein After Dark gemacht. Ich meine, ich habe einmal ein Spiel alleine gemacht und ich habe einmal ein Spiel zum Beispiel zusammen mit Gregor oder mit Ilias gemacht. Und das war das Observer. Also Observer habe ich nicht komplett allein gespielt, aber ich meine, ich habe einmal ein Spiel allein gespielt, weil es darum ging irgendwie. Ja, eine wirklich gruselige Erfahrung oder sowas irgendwie. Ja, du bist, ey, wenn du mal wieder Bock hast, so, also wir müssen ja nicht koopen, aber neben diesem Spiel kannst du auch gerne alles andere mal After Darken. Ich habe jetzt ja gerade. Das ist ja eine Reihe, die eigentlich, die mir am Herzen liegt, die ich weiterführen würde. Bei mir ist es ja immer so ein bisschen das zeitliche Problem, aber dieses Spiel hier war ja tatsächlich auch ein bisschen auf Initiative von mir hin, ist jetzt hier gelandet, weil ich habe irgendwann mal in die Gaming-Redaktion bei Slack, unserem Kommunikationstool, reingeschrieben, ey, sag mal,
da kommt doch erst bald dieses Krabby. Ich weiß noch, ich habe zusammen mit Colin auf jeden Fall das Until Dawn gespielt und ich fand es damals sehr unterhaltsam, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn jetzt die Möglichkeit besteht, dieses Spiel zu spielen, würde ich mich quasi mal anbieten. Dann und da habe ich den Salat. Exakt, genau. Damit hast du ihn. Und man sieht hier beim Titelbild schon so ein bisschen mehr, worum es vielleicht geht. Du siehst hier das Summercamp, da denkt jeder direkt an hier Jason oder nee, was Jason? Ja, oder wer hat im Summercamp geschnetzelt, ne? Dann frage ich mich auch gerade, okay, das ganze Setting spielt's in den 90ern. Wir werden auf jeden Fall gleich starten. Viel Spaß an der Stelle. Ich weiß nicht, das Intro und so, das lassen wir alles mal laufen, aber wir werden immer wieder auch reinlabern. Einfach weil das ein Spiel ist, wo ich denke mal, wenn man irgendwo durch die Gegend läuft, dann wird man auch mal labern. Dann eh. Ich meinte nur, wir werden sicherlich auch in Zwischensequenzen reinlabern. Wir werden es versuchen hinzukriegen, dass es nicht nervt. Hören wir die über den Kopf? Ja, können wir machen. Können wir machen. Ich drücke. Haben wir denn, Moment, bevor ich irgendwas mache, haben wir den Optionen auch Untertitel an und alles? Steht es auf Deutsch? Also. Ich mach mal die Untertitel an. Das kommt immer ganz gut an, finde ich, wenn wir das extra umstellen. Was gibt's hier für einen Streamer-Modus? Ist auch an. Okay, das sieht gut aus. Ich kann allerdings jetzt nicht auf Deutsch oder Englisch stellen. Wir lassen es so, wie es eingestellt ist. Ja, scheint ja auf Deutsch zu sein, ne? Ja, ich glaube, dass es deutsche Untertitel nur hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Lass uns mal überraschen. Oh. Das ist schon mal. Deswegen war ich auch interessiert, weil ich halt ihn schon in dem Trailer gesehen habe. Aber es war auch damals für Until Dawn ein kleiner Stolperstein, dass Rami Malek eine Figur gespielt hat. Oh, Lance Henriksen, geil. Bishop. Regie, könnt ihr mir den lieben Schröckert auch noch auf den Kopfhörer geben und umgekehrt? Also ich finde, es ist super, wenn sich die Games-Branche dann bei echten Schauspielern bedient. Irgendwie gewinnen da beide Welten. Ja, aber dadurch, dass ich ihn schon so ein bisschen kannte und so die ersten Sachen schon von ihm gesehen hatte, war mir seine Stimme vertraut. Und bei Oh, Lin Shaye, krass. Da weiß ich jetzt nichts von anzufangen. Kannst du elaborieren, wer das ist? Justice Smith auch. Du kennst ja alle. Das ist so gut, dass du hier bist, Schröck. Ich erkenne die nämlich oft nicht. Das sind ja dann oft inspirierte Figuren, die da noch so aussehen, aber nicht immer 100%. Auf jeden Fall, da ging ja auch viel über Lautsprecher ab und so. Ethan Suplee, krass. Ja, über Lautsprecher. Und weil ich halt seine Stimme kannte, sind mir ein paar Twists so gesehen vorweggenommen worden, weil ich wusste, okay, er ist bekannt, er ist berühmt, also man kennt schon seine Stimme so und das hat ein bisschen was schon hier und da entlarvt gehabt. Aber durch diese große Anzahl an Stars hier ist das jetzt wieder nicht so einfach. Ja, ich bin mal gespannt, wer da eingekauft wurde für seinen Namen und wer wirklich auch was an den Tisch gebracht hat und nicht einfach nur den Text runtergebetet hat. Das ist ja teilweise dann auch schwer. Ich weiß nicht jeder von diesen Schauspielern respektiert diese Arbeit für ein Videospiel auch also mit demselben, auf demselben Niveau, wie es ein Dreh tun würde. Ich bin mal gespannt. Weiß ich nicht. Weil okay, es ist Deutsch. Hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst? Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist lost. Das ist diskutabel. Na, siehst du schon, hat diesen ironischen etwas Zeit für Metaton. Finde ich gut. Durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Okay, ich drücke. Was soll ich denn? Soll ich es dir geben? Nee, mach du mal. Okay, aber du machst auch noch. In kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf. Denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit. Das stimmt. Man kann sehr, sehr schnell sterben in diesen Spielen. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst. Aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Okay, welcher Button oben? Ja, Hase, nicht schlecht. Danke.
Mann, die Straßen werden ja immer schlimmer. Das gehört sicher zur rustikalen Sommercamp-Erfahrung. Ach ja, da wollten wir hin. Habe ich schon vor 200 Meilen vergessen. 200 Meilen, ja? Ja. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Ja, ein Kerl, nachdem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay. Bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei. Nein, die Karte, oder? Ja, oder? Oh ja, Karte. Was? Ah, voilà. Was ist das? Ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. Na klar. Die normale Karte. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Hey, Augen auf die Straße! Ein nackter, kauernder Mensch, würde ich jetzt mal behaupten. Oh, hast du gesehen? Ah, okay, rechts. Nein, da sind! Meint ihr mit dem rechten Stick oder den linken? Eben war es der linke, deswegen bin ich verwirrt. Die Frage ist, ob du es hättest schaffen können. Alles okay? Dann wären die irgendwo anders dagegen gefahren. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Laura, ist das dein Ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht. Keine Ahnung. Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht's schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, okay. Jetzt bist du gefragt. Ja, man sieht nicht so viel, weil es bei uns so mega dunkel ist, bei euch. Aber auch, ja. Okay, bewege dich. Umgucken mit der Lampe und bewegen. Werkzeug hinten. Herumschnüffeln. Ja klar, immer schnüffeli. Ist das jetzt geschickt, dass es so dunkel ist, oder... Ja, das gehört einfach dazu. Mr. Brinkley rejected für die Uni. Okay. Wieso hast du nichts gesagt? Ist ja abgelehnt worden, ne? Ja, wollte auf den richtigen Moment warten. Danke, Schatz. Ja. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier, bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Heizfeuers vor. Überall ist besser als hier. Was ist das da auf dem Boden? Ja, ne? Sieht aus, als würde da irgendwas leuchten. Vielleicht musst du mir jetzt, genau. Kannst du die Frau im Nachthemd. Kannst du die Taschenlampe bewegen? Jetzt da nicht. Nee, jetzt gerade nicht. Nein. Aber
In diesen Spielmomenten ja. Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Ja, gute Idee. Halt. Das ist... Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Ah, du, was meinst du? Beeil dich. Man muss ja nicht wirklich jedes nervige Klischee ausspielen. Mein Gott, Max, beeil dich! Was ist denn los? Ich habe Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft? Ja, vielleicht verletzt, ich weiß nicht. Ich dachte, wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich habe was gehört, okay? Klang wie eine Frau. Ja, aber das merkst du doch vorne am Auto. Siehst du das doch, wenn du jemanden gerammt hast? Ich gehe da unten nachsehen. Vielleicht bist du ja drüber gerollt. Ist gut. Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja, ja. Warum, Leute? Ja, wollte gerade sagen, die machen aber wirklich dieses 101 der Dummheiten aus Horrorfilmen. Aber immerhin trennen sie sich nicht. Ja, immerhin trennen sie sich nicht, ja. Okay. Viel Glück so. Mit der Kamera. Oh, sie trennen sich, okay. Okay. Okay, gut, wir sind getrennt. Das ist ein schöner Modus hier, sowas mag ich immer, wenn man die Lampe noch ein bisschen steuern kann, so extra. Gibt einem so ein Gefühl von Kontrolle in der Nacht. Aber in Wirklichkeit ist hier nichts, ne? Okay. Weißt du, wo du hinläufst? Nö, ich habe nur diesen Gang gesehen hier. Oh. Nee, sieht nur so aus, ne? Die Musik ist ganz schön. Ah. Ein alter Zirkus. Harum Scarum. Das klingt wie... Guck's dir mal an. Ich hab's mir gerade angeguckt, aber ich... Komisch. Ich hab L... Ich drück nochmal kurz hier. Text einblenden. Jetzt Karten kaufen. Harum Scarum. Der spektakuläre Wanderzirkus. Ah, sagen wir wundersames. Mysterien und Magie, Entfesselungskunst und Enigmen. E-Punkt-Enigmen. Also ich würde meine Freundin ganz sicher nicht in diesen Wald einfach so reingehen lassen. Aber sie will eigentlich hoch zum potenziell angefahrenen Opfer, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Aber warum geht sie dann runter? Ja, er hat sie ja runtergelassen, ne? Ich verstehe es auch nicht ganz. Eigentlich müssten sie doch hochklettern. Ah! Auf jeden Fall war da was. Ist da wer? Aber ich finde es schon ganz geil, ja. wie sehr sie doch wieder versuchen, die Immersion nicht zu durchbrechen bzw. zu zerstören. Ganz also. Egal, wie schwer es dadurch zu steuern wird. Ja. Ja, aber es finde ich auch okay. Also sie haben sich da ganz gut rangearbeitet an dieses Prinzip hier. Aber ich finde jetzt gerade besonders die Musik irgendwie gibt mir irgendwie was. Das hat so ein... Aber ist dieses... Silas oder Silas, ist das etwas, was auch sie hört oder hören nur wir das? Tja. So eine Schießbudenfigur, ne? Jetzt bin ich hinter dem Baum. So. Okay, die wird ja schon wahnsinnig, ohne was gesehen zu haben. Oh. Silas. Silas. Nicht in den Ast! Da bin ich bei Man of Medan bin ich mal ganz schlimm in so Rohre reingefallen. Auch nur einmal weggerannt, dreimal alles richtig gemacht, einmal falsch Rohre. Hey, was war? Bist du okay? Gab's dann auch so fiese Kill-Animationen? Ja, es ist schon recht brutal, wenn du tot bist.
Was? Siehst du das? Geräusche um mich rum. Ich konnte... Hase, atmen. Es ist okay, im Wald, da ist viel unterwegs. Die Tiere, da erschreckt man sich schon mal. Nein. Können wir weg hier, bitte? Ja, los geht's. Okay. Okay. Jetzt steht irgendwas vor oder hinter ihnen. Ja, er springt an, schnurrt wie ein Kätzchen. Max, komm schon. Los, ach, los, ich weiß, wer er ist. Er ist aus Booksmart. Scheiße. Booksmart? Ja. Okay, gib der mir Typ, der die Party macht, zu der keiner kommt. Ja, das hilft so ein bisschen. So sieht er aus. Genau so. Ja, Booksmart war ganz cool. Weißt du, der mit dem Trans M, der hier mal einen auf Gangster gemacht hat? Ich glaube, ja. Und am Ende doch ein eigentlich ganz netter, lieber Kerl war. Das ist er. Oh oh. Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Scheiße, der Mike! Oh, fuck. Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Ihn kennt man auch. Scheibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Ist Ihnen was passiert? Alles ist gut. Nur etwas. Was ist denn mit seinen Augen? Der hatte gerade irgendwas Weißes in seiner Pupille. Ja, und Kratzer am Auge. Im Hals. Oh, das ist ein schlechtes Zeichen, ja. Jetzt klaut er uns die Batterie. Ich kurz mal gucken. Was ist hier Tutorials Weg gewählt? Ah. Hackett's Quarry steckt voller Möglichkeiten, Geheimnisse und unentdeckter Wunder. Mit jedem einzelnen Schritt legst du deinen Weg fest und erlebst die Konsequenzen deiner Entscheidung. Von Zeit zu Zeit siehst du, wie eine Situation hätte ausgehen können, wenn du in der Vergangenheit andere Entscheidungen getroffen hättest. In Hackett's Quarry gibt es keinen falschen Weg. Aber Vorsicht, denn manche Wege sind gefährlicher als andere. Ja, aber es sind nicht immer die, wo man denkt, dass sie gefährlicher sind. Aber manchmal dann doch. Okay, danke für die Info. Ja, Was meinst du, ausweichend ehrlich? Ehrlich. Ich bin ein Freund der ehrlichen Worte. Wir, irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Ach, nur eine Spiegelung in seinem Auge. Es ist so dunkel. Ja, komm, oder? Ehrlich? Ja. Ist ein Polizist, leid, es ist vorsichtig so, sein. Es ist so dunkel und es passierte so schnell. Wir können ihm nicht trauen. Sie verschwand. Sie? Ma'am, ist jemand verletzt? Nein, Gott, nein, auf keinen Fall. Also, ich meine, ich denke, ich weiß nicht. Sir? Ab in den Knast mit ihr! Mutter laufen lassen. Sir? Ist der Kerl nicht der gruseligste Cop? Ich weiß nicht, das ist mein erster Cop. Was, jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Guck mal, er hilft ihm. Ja. Ich meine, das ist das Intro-Pärchen. Die müssen und wahrscheinlich sterben, oder? Und jetzt verraten sie mir. Ich glaube nicht, dass das Intro sind die Haupt... Sie zwei, oder? Allein weiß hier nicht. Draußen. Um die Uhrzeit tun. Oh Mann, ey. Wir fahren zum Camp, Digga. Wir fahren zum Hackett's Quarry Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh. Nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Nicht heute Nacht. Harbinger Motel. Ist am nächsten dran, dort können Sie schlafen. Ja, das ist auf jeden Fall eindeutig ein Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden?
Ja, wollen wir ein bisschen edgy? Wollen wir mal nachfragen? Ja, komm, fragen wir nach. Bei allem Respekt, Sir, wieso können wir nicht nach Hackett's Quarry? Weil ich Ihnen sage, Sie fahren zum Motel. Okay, ich verstehe nur nicht, wo das Problem... Ma'am, bitte verlassen Sie den Wagen. Oh. Das hat doch nichts getan. Ma'am, ich möchte Sie bitten, mal auszusteigen. Ich werde Ihnen eine Route auf der Karte zeigen. Oh, okay. Geht klar. Sie bleiben im Wagen. Schon okay, kein Ding. Okay. Gut, aber wir hätten halt auch... Okay. Ach, das ist Ted Raimi. So, wir... sind ungefähr hier. Das ist der Bruder von Sam Raimi. Harbinger Motel. Ah, okay. Ist hier. Ja, ich kenne sein Gesicht, aber... Ja, ja, den hast du schon 10.000 Mal gesehen. Ja, ja. Aber ich wusste nicht, dass er mit Raimi verwandt ist. Bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen gleich am Morgen. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Oh, ich will sowas von abbiegen. Aber wenn da draußen jemand ist? Ja, ich sehe nach. Gute Nacht. Wieso sitzt der Kerl noch da? Oder? Ja, ich bin für alle. Ich bin entgegen alles genervt. Keine Ahnung. Also nicht genervt, du bist erleichtert. Ja. Ich auch. Ach, dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es war es Blut? Nett, sie kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh Mann. Jetzt fahr doch auch los. Ja! Okay, wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank auch. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf, ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Cop, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, klingt schrecklich. Also, ja, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah, 20 ist diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Mams. Okay, es endet hier. Damit haben sich schon mal eigentlich alle Fehler begangen, die man in Horrorfilmen begehen kann, oder so ein bisschen. Wieso? Ja, weil sie halt nicht auf die Empfehlung des Cops hören. Ja, weil der Cop ist doch auch nicht empfehlenswert. Also ich meine, beziehungsweise der Cop ist doch nicht vertrauenswürdig. Ja, das stimmt. Aber... das wenn dir im Film nicht was gesagt wird und du es nicht das machst, dann endet Max, das immer schlecht. Können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück.
Ist irgendwer daheim? Also, irgendwie muss das ja mit dem Kopf zusammenhängen. Der weiß Bescheid, irgendwas ist hier, sein Bruder nimmt hier gerade Leute auseinander. Vielleicht hat er da in diesem Quarry Leute umgebracht, deswegen auch das Blut an den Händen. Und deswegen wollte er nicht, dass die da hinfahren. Ja. Aber brennt da Licht oder sehe ich das? Ja, da brennt Licht. Aber ich denke, wenn der Cop hier so eingeführt wird als böse, dann ist er eigentlich das Gegenteil. Dann ist er eigentlich ein Guter, der nur versucht, uns zu helfen. Vielleicht ist er aber auch ein Rassist. Ja, das sind doch alle Cops, dachte ich. Zumindest in Storyland. Naja, und hat irgendwie, keine Ahnung, hat eine Schlägerei gehabt oder sonst irgendwas. Okay. Aber hört man da Stimmen oder irgendwas? Man hört was, ja. Irgendwas vibriert hier. Okay. Darf ich auch rennen? Ich meine, wir haben ein junges Paar. Fährt allein im Hinterland durch die Gegend. Irgendwas rennt auf die Straße, Autounfall. Soweit so klassisch. So weit, so klassisch, ja. Kein Handyempfang. Ja, da ist was. Bist du jetzt einfach nur vorne am Eingang die Treppe runtergegangen? Ja, ja. Okay. Da ist einfach nur oben auf dem Balkon eine Treppe. Ah, eine Karte. Oh, das sollst du jetzt wieder merken. Boothaus. Carpark. Ja. Fein. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Wird unser Motto des Abends, würde ich sagen. Ja, wollen wir mal gucken, was davon zuerst eintrifft. Da ist eindeutig Musik, hier ist eine Party. Also bisher machen sie es mit der Stimmung eigentlich sehr gut. Und ich bin noch nicht genervt vom Schauspiel, was bei den letzten Teilen mir manchmal ein bisschen den Spaß verdorben hat. Was meinst du, inwiefern schon? Na, die letzten waren so ein bisschen auch gelangweilt geactet, hatte ich das Gefühl. Also irgendwie war das alles so ein bisschen nicht meins. Hey! Aber hier ist schon wieder besser. Hey, ist alles okay? Bin gleich zurück, ich hole kurz Hilfe. Max, komm mal her! Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Echt? Ist es Mr. Hackett? Keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Hey, bin zurück. Wir holen sie gleich da raus. Hey, warte, was ist das? Du hast nur Werkzeug gesagt. Und wieso hast du nicht? Da drin ist jemand. Ich sehe niemanden. Was? Nein, guck! Das mache ich doch, wirklich. Lass mal sehen. Da war definitiv jemand drin. Okay, dann... Was willst du denn mit dem Schraubenschlüssel aufmachen bei einer Tür? Da ist vielleicht ein Schloss dran. Also die Scharniere so abschrauben. Weil irgendwie gefühlt beides kannst du nicht benutzen. Du brauchst ein Brecheisen oder von mir aus einen Schraubendreher. Aber vielleicht ist der Hammer die naheliegende Wahl und deswegen der Schraubenschlüssel richtig. Okay, ich mag, wie du denkst. Machen wir so? Ja, machen wir so. Machen wir so. Sicher? Jetzt können wir Hammer Time oder wir können... Zuversichtlich, ja, das war online. Okay, oder wir verlassen uns. Schröckert hat gesagt, fehlt mir hier, aber... Ja, das war online. Sie ist ja schon so ein bisschen Miss Oberschlau. Zack! Mann! Aber jetzt hätte ich gerne gesehen, wie. Soll ich helfen? Ja. Das darfst du vielleicht nicht machen, weil es zu lehrreich ist. Ah ja, es ist zu hilfreich, ja. Schöne Bilder. Ja, ich muss auch sagen, mir gefällt diese szenischen Übergänge
Beziehungsweise diese Bilder, die sie halt dann. Du kennst auch das Bilder mit dem Auge eben. Ja, ist. Kennst du? Ja. Das mit dem Auge eben. Auch abgedroschen hoch 10, aber so in einem Videospiel finde ich das. Ja. Finde ich das trotzdem erfreulich. Man kann damit ja auch ganz viele Sachen zitieren und es sieht halt vor allen Dingen toll aus. Sind Sie hier? Existieren Sie? In einem Spiel leichter herzustellen. Existieren Sie? Er macht sich schon so ein bisschen über Sie lustig. Oh, pass bloß auf. Pass du mal lieber auf mit deinen Sprüchen hier. Ist nicht mehr 2005. Ja, eben. So, wo sind... Also man sieht echt wenig mit der Funzel. Ian. Ja, wirklich, oder? Da steht echt Ian. Es sieht doch aus wie eins seiner Videobänder. Warst du dabei, als wir VHS, diesen VHS... Ja, da war ich dabei, ne? Das weiß ich noch. Ein blutiges Halsband. Könnte es für einen Hund sein? Nee, zu groß für einen Hund. Und wer würde seinen Hund schon Ian nennen? Zu groß. Glaubst du, die haben so einen Gimp? Ja, die haben so einen Gimp, ne? Die haben einen Gimp. Die haben einen waschechten Gimp im Keller. Ah, jetzt wird's matschig. Max? Das sah aber nicht wie ein menschliches Gerippe aus. Das war eher irgendwas Größeres. Okay. Doch, das ist ein menschliches Gerippe, oder? Jetzt leucht da doch mal hin. Nee, guck mal, das ist deutlich größer. Ein Ochse, oder? Also die Rippen sind komisch, ne? Ja, irgendwie größer. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich kann es auch nicht genauer angucken. Geh doch jetzt auch mal da raus. Weiß nicht mal, ich sehe keinen einzigen... Okay. Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Nein, da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Mann, die sieht die ganze Zeit irgendeinen Quatsch. Es war eine hektische Nacht, weißt du? Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen, aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein, ich auf jeden Fall. Ich denke, unsere Fantasie... Max? Ich wollte es gerade sagen. Pass auf, gleich passiert was mit ihm. Oh, shit. Max. Aber shit. Gutes Timing. Oh, shit. Max! Ich blute. Hilfe. Hilfe. Ich blute stark. Auf jeden Fall helfen, da warte ich nicht erst noch Schröckerts Antwort ab. Der Schröckert ist auch ein Helfer. Außerdem ist das ehrenvoll, man hilft natürlich dem Aber hätte mich schon mal interessiert, was passiert, wenn du ihn da lässt. Also ich glaube, er stirbt so oder so. Das sieht mir so nach so einer Halsschlagader-Geschichte aus. Das Vieh kommt gleich nochmal oder egal was es war. Aber du hättest ihn sicherlich, ja, du hättest ihn einfach da liegen lassen, dann wäre er halt tot. Das passiert ja im Spiel recht häufig. Nein! Siehst du? Okay, die haben irgendein Monster im Keller und sind selbst Monster. Und da ist der Polizist. Okay, er ist nicht der Gute. Vielleicht doch. Was hat er im Ohr? Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? Siehst du? Das war's für das Intro-Pärchen. Nee, Moment, sie ist ja noch in der Nacht zur Hütte im Wald. Was denn? Sie ist ja nur betäubt. Na, vielleicht hat er auch ihr dreimal in den Kopf geschossen, ich weiß es nicht. Aber glaubst du, er hat auf das Monster geschossen oder auf den Kerl? Weil eigentlich, der war ja eh schon am Verbluten. Wo hat er dreimal hingeschossen? In den Keller rein. Einfach rein. Um das Vieh abzufacken oder keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das Intro-Pärchen war oder beziehungsweise, dass die keine Rolle mehr spielen. Ja, okay, aber er ist auf jeden Fall tot. Ich könnte mir vorstellen, dass... Ich nehme an, jetzt spielen wir die anderen, die jetzt am nächsten Tag erst ankommen. Aber ich mag diesen trashigen ich mag diese selbstreferenzielle trashige Aufmachung. Du hast ja vorhin gesagt, du magst es nicht so. Aber dass das so ein bisschen cheesy aussieht, finde ich gerade sehr toll. Also aber ich mag das sehr. Momentan finde ich, dass sich das alles noch sehr ernst nimmt.
Ja, okay, vielleicht haben wir da auch, also ich meine, ich meinte jetzt speziell den Font vom Titel, so, der wirkt ja so 80er Jahre Horror. Aber auch die Musik und alles, ich habe schon das Gefühl, dass die sich nicht so 100% ernst nehmen. Na gut, wir werden es merken, ne? Wie es sich weiterentwickelt. Ja, aber Liebe. Hallo, mein Kind. Herzlich willkommen. Ich hoffe, wir sind Freunde. Ich habe dich erwartet. Erwartet, ja? Und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Ist das Grace Zabriskie? Nur keine Sorge. Ja, das. Ich will dir helfen. Die haben eigentlich immer in ihren Spielen so eine Figur, die wie so ein Hauptmenü, sag ich mal, wie ein Kapiteltrenner ein bisschen fungiert. Aber wenn du Mumm hast und mich helfen lässt, helfe ich dir, wie du auch mir hilfst. Du hast nichts gefunden, also kann ich dir auch nichts zeigen. Du musst weitersuchen. Die Karten sind dort. Nur wenn du mir hilfst, kann ich dir helfen. Wir sind doch jetzt Freunde, hast du selbst gesagt. Such weiter. Nur du kannst sie finden. Was? Es gibt viele Rätsel da draußen. Rätsel und Lügen. Pfade zu entdecken, die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Ich nehme an, wir hätten in der Umgebung Karten finden können, aber das kannst du ja vorher nicht wissen, wo die sind. Wahrscheinlich hätten wir ein bisschen mehr umgucken müssen, aber es ging sehr schnell. Ich bin einfach nur der Intuition gefolgt. Okay, jetzt kommen vielleicht doch erst die anderen. Ja, wir treffen sie aber schon wieder. Ja, aber jetzt Sommercamp. Gleich sieht's viel schöner aus. Gleich würde ich da direkt hinfahren. Nachts? Nein, auf gar keinen Fall. Jetzt würde ich sagen, echt? Naja. In den Wald würdest du jetzt schon hinfahren wollen? Ich muss sagen, das sieht idyllisch aus. Ich würde da gerne sitzen jetzt. Was ist denn, also Quarry ist der Steinbruch und das ergibt dann dieses Riesenloch und das haben die mit Wasser gefüllt, oder? Ja, genau. Okay. Aber wo haben sie das Wasser herbekommen? Bis dann. Ich und so. Wir sehen uns, Kids. Ja, yeah, Hackett's Quarry für immer. Das wirkt so jetzt viele gebrochene Stein. Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Hm. Na, du alter Zyniker? I don't care. Mach nachsitten. Okay. Mach zynisch. Okay. Ich entscheide jetzt. Ich mach zynisch. Ach, weißt du, ich meine, es sind Kids. Die kommen schon drüber weg. Aha, so wie du über Emma. Hä? Das ist was anderes. Oh, du bist nicht deswegen mies drauf. Ich bin nicht mies. Also, ernsthaft, wir hatten unsere Abschiedsnacht. Alles cool. Oh klar, so cool zu verdrängen, dass du deinen Bussi-Bären-Schnuppelzwerg nie wieder siehst. Du hast gelauscht? Na komm schon, durch diese Wände hört man jeden Floh husten. Okay, hab's kapiert. Okay, lass das. Sie ist auf jeden Emma. Fall auch spitze. Hey. Ja, so ein bisschen, ne? Okay, das ist... So viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah, platzsparen Packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Okay, jetzt suche ich direkt eine Karte. Irgendwo eine Tarotkarte. Ach du Scheiße, da liegt ja wirklich was. Chips. Aufräumen. Ah! Ah! Oh Gott, ey! Nein, mach ich nicht, aber nee, komm, lass doch, nein, das arme Tier, aber du bist hässlich, wie die Nacht. Geil. Hier, ja, mach du kannst die Kontrolle haben, ich will nicht mehr. Ja, hier, kannst du... Wo bist du, wo sollten wir eigentlich hin? Da. Also eigentlich müssen wir, glaube ich, da lang, ja.
Bevor wir die nächsten Zwischensequenzen starten, die ganz sicher auch wieder länger gehen, wollen wir ganz kurz einmal einen Spot Werbung machen, damit wir das nicht unterbrechen müssen. Damit Simon ein bisschen durchatmen kann von diesem schaurigen Schrecken. Das hat mich wirklich total mit 8 Beinen. Vor allem, warum habe ich den Controller weggeworfen? Das ergibt alles gar keinen Sinn, ne? Aber weil du dachtest, du hättest jetzt in dem Moment eine Spinne in der Hand. Absolute Immersion. Ja. Also das haben sie schon mal gut gemacht, der Spinnenquotient. Ich meine, das ist so eine alte Dreckshöhle, ne? Da ist in jeder Ecke ist eine Spinne. Wenn du da, kennst du diese Bilder, die Leute machen, wenn sie nachts in so einer Ecke irgendwie übernachten, und dann machen sie in die Flora und Fauna nachts einfach ein Foto. Und dann siehst du in der Reflexion die ganzen Augen von den Viechern, die auf dich zurückgucken. Hast du sowas mal gesehen? Ja. Es ist widerlich. Du bist permanent unter Beobachtung und alle wollen nur eins, deine Halsschlagader. Die wollen springen, die Sprungspinnen wollen, und die arbeiten auch zusammen. Die Flugspinne hilft der Sprungspinne und die anderen gibt dir noch so ein Seil. Nur damit die auf deine Halsschlagader direkt, damit das Gift wirkt. Ja. Und dann ist Zahltag. Ja, und am Ende noch Gewerkschaftsmeeting. Spinnengewerkschaft. So, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich mit mehr Spinnen und schaurigen Schrecken hoffentlich zurück. Wie eine Hornisse. Da steht er fahrerisch auf dem Schlauch. Der Typ fährt Qualifying-Runden über die Curbs. Oh, er liegt auf dem Dach. Probleme mit dem Rückwärtsgang? Ja, den muss man erstmal reinkriegen. Tatsächlich noch gewonnen! Geil, da freue ich mich drauf. Der große Preis von Hamburg. Wir haben uns hochgearbeitet zur vollen Stadt. Ja? Da war das ja woanders, ne? Quickborn oder sowas? Ja, Quickborn. Das war auch sehr schön. Ich weiß aber gar nicht, ob sie es einfach nur so nennen und wir weiter in Quickborn das machen. Aber es ist schön auf so einer echten, Asphaltstrecke, möchte man sagen, mit diesen Autos mal fahren zu können. Ne? Das ist echt geil. Bist du da auch dabei? Nicht, dass ich wüsste. Schade. Aber vielleicht komme ich hier als Gast. Ja, bist du helfen. Ich lade dich ein. Okay. Kannst helfen, mein Auto zu designen. Ja. Das müssen wir nämlich auch machen. Gut. Ja. Wie hieß der Untertitel von After Dark? Horrorspiele am Limit. Das ist auch nicht unbedingt immer sind, ne? Aber ich muss sagen, ich war schon. Ja, Simon war eben schon am Limit. Wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu The Quarry. Ja. Und ich übernehme jetzt gerade jetzt die Frage, ne? Wo befinden wir uns jetzt zeitlich? Sind wir jetzt nach dem, was wir eben gesehen haben, also zuvor gesehen haben, und das Mädchen, das betäubt worden ist oder die Spritze in den Hals bekommen hat, ist die jetzt noch gefangen? Und ist der Sommer jetzt schon vorbei? Warum fragt sich keiner, wo die sind oder wo die abbleiben? Ich weiß, oder ist das jetzt, oder sind wir in der Vergangenheit und jetzt wird erklärt, warum plötzlich der Polizist uns da betäubt hat? Okay, das mit der Vergangenheit, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Aber die waren schon sehr jung, ne? Die wirken jünger als diese Personen, diese Gruppe, die wir jetzt steuern. Das sehen ja eher wie die Betreuer aus. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das vielleicht am Anfang auch nur ein bisschen verpasst haben, dass die vielleicht auch Teil der Betreuer waren. Guck mal hier, da ist der junge Mann aus der... Der spielt gerade in Jurassic World 3 mit. Was hast du da? Interessant. Justice Smith, und bei Bumblebee hat er, glaube ich, auch mitgespielt, oder? Ich weiß nicht. Der hat schon. Ah, nee, bei Meisterdetektiv Pikachu hat er, glaube ich, mitgespielt. Okay. Aber er will nicht mit uns reden, deswegen. Ja, er schmolz sich einen ab. Ja, aber das ist eine interessante Fragestellung, die du gerade aufgeworfen hast, ob man gerade das Intro gesehen hat oder das Outro oder irgendwas, was vor dieser ganzen Reise war. Ich meine, es sieht ja so aus, als wären die Kids alle wieder heim und jetzt sind nur noch die Betreuer da. Genau, wir haben jetzt die Kids ja verabschiedet. Aber da wäre doch aufgefallen, dass da so ein ganzes Pärchen fehlt. Gucken wir mal weiter. Vielleicht entdecken wir jetzt die entstellten Leichen. Moment, da unten war was. Da musst du kurz noch mal hin. Vor der Treppe, und zwar auf der rechten Seite. Nee, weiter nach rechts, da leuchtete was. Lass uns da mal, genau. Weil diese
Ja, wie nennen wir sie? Ich nenne sie jetzt, ach, das ist wieder das nur. Diese Psychologin oder so, die in der Zwischenwelt immer kommt. Das war ja früher was ein Psychologe davor. Was macht dich nur stärker? Bin ich in Stimmung? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es schon interessant sein kann, was diese Person, die dann zwischen den Kapiteln immer kommt, zu den ganzen Geschehnissen zu sagen hat. Das fand ich immer sehr spannend. Deswegen will ich auf jeden Fall ein paar Items finden für sie. Ich weiß nicht. Also. Ja, also okay, wir achten drauf und beziehungsweise versuchen so viel zu sammeln wie möglich. Ja, einfach immer mal auf den nicht offensichtlichen Weg gehen, so wie ich das vorhin leider gemacht habe. Sondern immer auch mal ein bisschen umgucken. Ja, aber wenn das halt wirklich nur das Intro war, dann glaube ich auch nicht, dass da so viel schon irgendwie zu sammeln war, oder? Ja, ich persönlich, aber es wirkte so, der Dialog wirkte so, als hätten wir schon was finden können, aber ja. Ich frage mich, ob das wirklich, ich habe es jetzt nicht so wirklich erkannt, aber ich meine nicht, dass es Lynn Shea war, sondern Grace Zabriskie. Die alte Dame? Die alte Dame, also diese Psychologin oder was das ist? Ja, nein, ist kein Psychologin, aber da ist es wahrscheinlich irgendeine Medium. Wahrsagerin, Medium. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Was gibt's für eine analytische Figur, das meine ich? Ich war gerade beim Reparieren der Tür. Sie... Dylan, komm schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus, komm. Was? Oh, die Tür geht Dylan, hey. Sorry, Bro. Arschloch, aber lustig. Das muss ich mir merken. Ich repariere gerade die Tür. Ja, warte mal. Du reparierst die Tür. Ist sie vielleicht kaputt, weil wir sie aufgebrochen haben? Ne? Könnte ja auch sein. Nach 70 Jahren, also sind wir ja wirklich 2020. 21 sogar. Ja gut, wir haben ja Smartphones, ne? Also... Ja, ja, klar. Nee, ich meinte auch nur, weil die Aufmachung... Der beste Indikator, war ja so, um festzustellen, wann ein Film spielt. Gut, aber auch nicht mehr lange. Irgendwann grenzt es nur noch die letzten 20 Jahre ein. Wo ist das A? Also ich meine, wo ist denn... Da war was. Da links ist ein A. Aus Friedensbruch. Total. Drin wartet schon der Polizist. Held. Ich glaube, dass der immer noch... Ich glaube, der Polizist ist so in der Grauzone. Der weiß viel über die Umgebung. Vielleicht hat er auch irgendwas damit zu tun. Aber er ist nicht ganz böse, glaube ich. Es wäre zu einfach. Horror. Ich hasse Horror. Wie hieß das? Slaughter by Sunrise oder so? Ich hab's auch nicht gesehen. Aber ich glaube, scheint nicht wichtig zu sein. Also. Wo gehe ich denn hier hin? Mein Monitor ist leider ein bisschen dunkel. Es tut mir sehr leid. Kann ich das irgendwo hier noch farblich die Helligkeit? Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Du könntest natürlich den Gamma ein bisschen hochdrehen, wenn du willst. So. Geht der da durch? Geh doch mal da durch. Danke. Aber es soll ein bisschen dunkel, soll es auch sein, nehme ich an. Aber du kannst gerne hochdrehen. Will ich nicht drauf treten? Wenn er da so hoch guckt, kannst du mal die Kamera drehen? Genau. Wo guckt er denn hin? Oder hat er einfach ein Nackenproblem? Ja. Keine Ahnung. Stimmt, das sollte ich ja eh machen. Ne? Okay, die beiden anderen wollten aber dahin, um ihre Stelle als... Okay, hab's Gepäck. Ja, du meinst die Arbeit, endlich, ja? Und ganz wollten alleine. Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay, was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? Oh, da guckt deine Frau jetzt zu. Oh, okay, jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, Nein. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan.
Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Sexy, hä? Der Hotteste im Camp, ganz klar. Okay, sicher. Logisch, wir haben die Reihenfolge unter uns Mädels ausdiskutiert, demokratisch. Sie ist Ryan, ich natürlich, dann Dylan, Emma, Abby. Okay. Nick und dann Mr. H und... Okay, hast du sie gleich durch, bitte? Ja, das war's. Das waren alle. Sie hat dich einfach abserviert, hm? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla, bla, bla. Und mein Argument war so... Was ist mit Fernbeziehung? Bla, 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 bla. Und sie dann so... Jacob. Sogar mit dem Blick, hm? Tja, Jacob. Computer sagt nein. Mann, sie hat dich echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Wie macht sie das nur? Okay, okay, meinetwegen. Vielleicht hast du recht und sie hat mich wirklich so im Griff, wie du sagst. Aber weißt du, vielleicht stehe ich drauf. Oh, steht drauf. Check. Total gesunde Sache. Check. Oh, okay. Wow, da kommt... So eine Wolke von Eifersucht drüber. Wie bitte? Ich sag ja nur, manche Mädels haben wohl nicht genug Mumm für den Big Boss. Du bist so ein Schwätzer, weißt du? Na, ich glaube, da geht aber was zwischen den beiden. Also soll ich jetzt ermutigen machen? Gelegenheit nutzen? Ja, sind wir jetzt immer richtig scheiße? Jetzt mach mal. Ja, komm. Komm, wir check mal ab, wie das so geht. Guck, ich verstehe halt nur nicht, warum du es nie versucht hast bei Ryan. Zeig mal die Initiative. Es ergab sich halt keine Gelegenheit. Ja, wenn du auf die Gelegenheit wartest. Du musst dem Schicksal auf die Sprünge helfen. Oder sind die Geschwister? Oh, klar. Wäre ich ihm mal den ganzen Sommer hinterhergerannt, nur damit es heute sowieso vorbei wäre. Okay. Du wirst mir nicht fehlen, Caitlin. Okay, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher in den, Mann. Ja, das denke ich ja auch. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Und? Bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul. Ja, die gehören irgendwie zusammen. Okay, also, rein hypothetisch, wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Das werden wir ja sehen. Was mache ich? Ich kenne mich mit Autos. Aber ich muss ja irgendwas machen. Also ich muss irgendwas eins von beiden musste sabotieren. Ich weiß nicht. Ich glaube, den Verteiler. Verteiler. Was ist denn der Verteiler? Scheiß drauf, aber den kannst du, glaube ich, wieder reinbauen. Ist das sowas wie ein Dealer? Wenn du jetzt die Spritzufuhr kappst, ist halt das, kriegt das Ding keinen Sprit mehr. Also ist die Fluchtmöglichkeit. Ja, und so hast du noch die Möglichkeit. Ich habe den Verteiler. Kommst wir hauen ab. Mir, Buddy. Ja, aber das genau. Ist ein Riesenfehler. Ich morgen wieder zurück. Er darf nicht sterben. Nicht auffallen. Denn mit ihm ist die Verteilerkappe. Ja, aber Spritzufuhr kappen macht das Auto unbrauchbar. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob! Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht! Hier, fang! Oh, Nick! Warum? Wer wirft denn ein Handy? Das ist doch mega dumm. Boom! Oh, wie geil ist das? Oh, Mann, guter Mann. Nick. Oh. Hätte ich bloß dabei. Ihr seid allesamt Freaks. Ich finde die gut. Oh, endlich. Ich verstehe ja den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wäre es zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Böse. Ah, echt? Pisser, halt's Maul. Hey, sorry, Peace und so, Mann. Ich wollte dich nicht beleidigen. Der wollte nur Spaß machen, der Arsch. Ja, ist egal. Sollst Maul halten jetzt.
Also wirklich, man muss ja, ja nicht jeden Spruch drücken lassen. Ja, es war jetzt ein bisschen übertrieben auch, stimmt schon, ne? Du weißt doch sonst so Sachen. Er kriegt's jetzt die ganze Zeit ab. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt, Nick, du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Aber man muss jetzt mal sagen, ne? Wir sind jetzt hier ungefähr, sind wir jetzt eine halbe Stunde im Spiel? Ja. Wirklich viel gespielt haben wir noch nicht. Ne? Ja, willkommen bei Supermassive Games. Aber ich hatte bei Until Dawn irgendwie das Gefühl, da hätte man schon früher. Also ja, da gab es aber auch eine ziemlich lange Intro-Phase, wenn du dich noch erinnerst. Die Reise bis oben, dann packen sie alle aus. Ich finde es okay, um die Stimmung zu etablieren. Aber jetzt muss auch langsam Interaktivität kommen. August. Am Anfang waren wir im Juni, oder? Ich sag mal ja. Oder ja, ich sag mal ja. Ich glaube ja. Alles schön, die Sleeves. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp, hopp. Los, mach High Five! High Five initiated. Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Die wirkt so hakelig. Verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich... Wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Ja, also ganz sicher nicht da lassen. Also. Dann? Okay. Legen wir los. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Natürlich gibt es keinen Ärger. Mr. Hackett, der fährt es eh. Ja, aber was willst du denn jetzt machen? Sie wird doch nicht auftreten. Hast du hier schon mal Bären gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Dein Punkt. Na gut, dann mal los. Und sie tritt echt auf. Eins. Nee. Zwei. Doch. Nee. Drei. Drücken. That's it. Alles wird möglich. Keine gute Tür. Durch positives Denken. Wieso höre ich auf dich? Weil ich immer recht habe. Und du bist sicher, die denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör auf. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schau mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. Guck mal hier, da steht doch schon was von Tollwut. Ach so, Rabies, ja. Oh. Das war doch Klein Izzys. Was ist das? Ein Teddybär. Ich will ein Spiel spielen. Ja klar, oder? Nehmen wir mit. Du gehst zurück zu Izzy. Ob das wirklich eine gravierende Entscheidung ist, ob wir diesen kleinen Bären mitnehmen? Ich wette. Ja, schauen wir schon. Dass der Bär nochmal irgendwann für so eine richtig schöne Schocksekunde sorgen wird. Also, dass doch ein Bär auftaucht. Nee, aber dieses, ich will dein Spiel spielen. Ach, der Bär. Okay, ja, stimmt. Das klingt schon so, ne, als ob es irgendwann im schlechten Moment nochmal benutzt wird. Hi, I'm Chucky. I'm your friend to the end. Hi, Dio. Dieser Ort macht der Schlagzeilen? Ja, das wollen wir uns mal so anschauen, oder? Freakshow. Okay, also diese Freakshow, wo wir auch das Plakat schon gesehen haben, ist also nicht unwichtig. Hat wahrscheinlich historisch was hier zu tun. Da ist wahrscheinlich jemand für immer entkommen oder so von dieser Freakshow oder und hat sich dann irgendwie da versteckt oder so? Irgendwie. Also die Freakshow-Mitglieder leben jetzt irgendwo da im Quarry. Ist doch ideal. Ja? Ja, ja. Stimmt eigentlich, ne? Habe ich das jetzt liegen lassen? Warum? Ja, weil es einfach nur ein Flyer ist. Ah, guck mal hier. Bei jedem Bett gibt's was zu holen. Klingt bekloppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Gut. Einmal noch rechts am Fenster. Ah ja, da waren wir da vorne. Da waren wir noch nicht. Auch nix. Okay. Und hier ist aber nix. Ja, okay, aber was soll ich jetzt hier machen? Ja, nix. Du einfach dich nochmal umdrehen. Das war's, oder was? Ja. Naja, was erwartest du denn? Bisschen mehr Licht erwarte ich. Da, auf der Lichtung.
Ja, schon ganz geil, so mit ein bisschen Unschärfe und so, ne? Ich wollte auch gerade sagen, die Grafik-Engine ist wirklich ist völlig in Ordnung. Also, wenn ich da an sowas wie Telltale-Spiele noch denke oder so, wo man die Augen echt zusammenkneifen musste, aber hier kann man schon machen. Auch die Musik und so ist ja auch immer wichtig, ne, dass das irgendwie gut klingt. Okay, was war jetzt mein Auftrag? Ich sollte jetzt eigentlich nur irgendwo durch die Gegend laufen und gucken, ob noch alles da ist, ne? Ja, eigentlich. Hey, lass das sein! Eigentlich haben wir nur unseren Kram geholt. Aber wir wollten uns noch mal umgucken, ja? Hier liegt noch was. Wo? Da vor der Treppe. Ich glaube, da gehst du immer hoch, oder? Oder so. Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Ah, da ist das Camp Radio. Ah. Hallo, liebe Campbewohner. Ich begrüße euch zu einer frischen Runde Wasserballsport heute am Badestrand. Und wer gewinnt, bekommt die Freiheitsstatue Originalgröße zum Aufblasen. War da jetzt was? Nö, einfach nur. Sicher? Sie hatte nur resümiert. Nee, aber guck mal, da gab es doch eben Fenster und dann. Ja, aber du hast ja keine Option bekommen, also ist alles okay. Ja, ich muss da gerade an Dirty Dancing, an dieses Radio, was sie da immer zwischendurch bespielen, denken. Ob man hier auch laufen kann? Weil ich kam aus der Hütte hier, ne? Ja, das würde ich auch sagen. Ich meine, da wir jetzt quasi am Ende sind der Saison, kannst du eigentlich, also was erwartet man von dir eigentlich? Musst du nur noch zurücklaufen. Du wirst jetzt sicher nicht alle einzelnen Kabinen nochmal abchecken müssen. Oh, komm jetzt. Aber du machst es trotzdem, ne? Okay. Guck mal doch mal. Du hast so ein Hausmeister. Du hast gesagt, wir sollen diese Karten finden. Ja, ich stimme ja dir zu, aber guck mal, ihr kleiner Rucksack, da passt doch gar keine Karte mehr rein. Hat der Rucksack Fledermausflügel? Der hat Fledermausflügel, ja, ist ein Horror, ist ein After Dark-Rucksack. Ist tatsächlich sehr After Dark Stylo. So, aber wo soll ich denn jetzt hier hin? Naja, einfach. Ich gehe eine Runde schaukeln. Ich meine, ich weiß es auch nicht, aber ich würde einfach immer geradeaus gehen, da kommt schon irgendwo ein Auto. Nee, so schaukelt man nicht. Aber guck mal, ich war auf dem richtigen Weg. Ah, Beweismaterial. Ja, was ist denn Beweismaterial? Alle lieben Schnitzeljagden. Und so ist es auch in Hackett's Quarry. In diesem Wald sind allerhand Geheimnisse verborgen, die dich, wenn du sie entdeckst, vor juristischen Folgen schützen können. Denn all die Erlebnisse, von denen du hinterher erzählst, sind bloß Geschichten, wenn du sie nicht belegen kannst. Also spüre die dunklen Geheimnisse auf, mach Fotos oder finde Beweismittel. Dann kannst du vielleicht deine Unschuld beweisen. Oder auch nicht. Das halte ich für einen wichtigen Part. Das vergisst man nämlich gerne. Beweise zu sammeln. Das hilft wirklich wahrscheinlich dann später im Spiel, wenn die Situation kommt, von der wir jetzt alle wissen, dass sie kommt. Ich sollte Jacob besser nicht sehen. Aber mach doch mal ein Foto von. Ah, eine leere Fiole. Die unangenehm riecht. Das wird noch, das ist auf jeden Fall noch wichtig. Damit kannst du doch sicher jemanden. Also entweder eine Schildfritze oder. Ist das Dylans? Aber ich kann ja nichts machen. Also ich kann ja hier. Ja, du kannst keine Kamera rausholen, ja. Genau, also. Naja, aber. Da. So unterhaltsam er auch ist, dieser Wegweiser erinnert auf erschreckende Weise daran, dass Hackett's Quarry wirklich sehr weit von der Zivilisation entfernt ist. Okay. Ich würde es gern sehen, aber ich sehe es. Aber lustig, dass da Toledo drauf ist. Da war ich ja vor kurzem. Ja? Ja, in Spanien. War sehr schön. Sehr schöne, 4000 Jahre alt. Richtig geile Stadt. Meinst du wirklich, die meinen das Toledo?
Ach, du meinst, die meinen wahrscheinlich ein amerikanisches Toledo, ne? Ja. Also ich Death Valley und so, ne, hast du ja schon recht. Ich dachte irgendwie, sind international, aber der Amerikaner weiß ja überhaupt nicht, was Toledo ist, wahrscheinlich. Ja. Ich fühlte mich einfach erkannt. Fühlte mich ernst genommen, wahrgenommen. Wollten wir zu ihr? Ja, ne? Ja, immer richtig. Kann es losgehen? Unsicher? Ach, komm, hau raus, enthusiastisch. Ja? Was willst du denn noch machen? Naja, vielleicht gibt's noch was zu finden. Ach, ich habe immer die Angst, ich übersehe alles. Du übersiehst ja auch alles, aber... Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Du bist immer so... dramatisch, anstrengend, selbstsicher. Ach, das ist Theater. Was wollen die Leute so? Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Wow, 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 wow. Oh. Gut gelenkt, Cowgirl. Bleib links. Sie trägt eine Kette mit Vorhängeschloss um den Rollkragen. Rein hypothetisch. Oh. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Ja, und das ist eine interessante Schmuckwahl. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick, habt vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich habe seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Wahrscheinlich entdecken wir dabei irgendwas sehr, sehr Schlimmes. We are here for the ride. Ja. Sieg über was denn? 2 Monate ohne Technologie. Ah, okay. Das würde ich auch feiern. Zu sein. Ach, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Ja, die wird dir das sehr übel nehmen. Das wird sie dir übel nehmen. Sie haben es 2 Monate ohne dich geschafft. Du musst wissen, dass ich wirklich loyale und engagierte Fans habe. Genau wie ich wir. Ich biete sehr wichtige und lehrreiche Lifestyle-Ratschläge genau in Form von unterhaltsamen und witzigen Videomonologen. Sie vertrauen mir. Oh, total, ja. Du bist großartig. Ja. Ich meine, ich bin sicher, sie werden richtig überschnappen. Aber kein Influencer würde 2 Monate auf sein Handy verzichten. Das kannst du vergessen. Also sie hat keine richtigen Fans. Wunderbar abgelegen. Vielleicht OnlyFans? Ja, oh, jetzt, now we're talking. Ist das Rauch? Siehst du, ui, hätten wir alles verpasst. Sollten wir Alarm schlagen? Alarm! Kontrolliert aus. Alarm! Wahrscheinlich nur Mr. H, der Holz verbrennt, bevor er... Kennst du die Szene? Naja, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Aha. Apropos, wir sollten... Ja, ich halte mich auch im Internet. Jetzt wohl, zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreißt. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick, wartet. Alle. Stimmt. Ja, aber... Es sind schon ein bisschen... Das ist schon ein bisschen Drehbuchhölle hier, ne? Also... Ja, es ist ein bisschen viel langweiliges Hin- und Hergelabern. Ja. Und halt. Also Gekabbele und so ein bisschen. Es wird ein sagt bisschen. Was, sagt was. Ne? Du sagst was, genau. Aber so du richtig, was, aber so, so nicht so richtig Inhalt. Es hat kein Fleisch. Okay, so. Okay, das sind alles Buddies also. Und die triezen sich. Ich hab's verstanden, ne? Aber es hört nie auf. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Ich mag ihn. Löcher am Sack? Was? Nein! Ist okay, ich besorge mir den Saft von Mr. H, bevor wir fahren. Eh. Sollte das ein Gag sein? Ich weiß auch nicht. Hi, Nick.
Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Nur noch das Gepäck da hochheben. Oh, hier, lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich, also das wäre kein Ding. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Ja, ne? Der wollte einfach nur nett sein. Der wollte einfach nur ein bisschen nett cool. sein. Ja, aber sie wollte auch ärgern. Das war doch Provokation. Anstupsen, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Aha, sie kriegt Danke. Die Tasche also nicht selbst hoch. Ach komm, Leute, Alter, ihr habt alle Smartphones und seid neunmal klug hoch 10. Das wollt ihr mir nicht erzählen. Was ist das für eine Szene, bitte? Das findest du ganz gut, ne? Der kann eine Tasche tragen. Ah, wir haben noch einen vergessen. Da hockt ja immer noch der Typ mit seinem... Hey, wo steht eigentlich Ryan? Ja, der mit der miesen Laune. Er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ich hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Tja. Was? Abwehrend oder freundlich? Ach, ich bin freundlich. Ja, machst du gut. Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast? Mein dich? Gott, kann okay, er, versteht denn keiner hier Humor? Wenn Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre Holt euch den Look und mieft wie ein Po. Oh mein Gott, du bist so kindisch. Aber ich okay. sehe aus wirklich wie ein Po. Das ist schon so ja, dumm, dass es schon wieder gut ist irgendwie. Paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Oh. Die Hexe von Hackett's Quarry. Er ist der Profi, der Experte, der Horror-Experte in diesem Spiel. Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es ja, heißt, haben wir natürlich gesehen. Flüstern. Und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Hui! Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich. Oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Ja, ja, und dieses Lachen, ne? Das hat schon was Alexander Markus-artiges. Ja, Scheiß, Leute. Ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen. Gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Na? Schwingt endlich die Hufe. Und er kriegt noch so ein Down, 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 Down. Sorry, Mr. H. Aber ich hätte so gerne seine echte Stimme. Wir müssen Gepäck befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Hat er zu viele Filler oder hat er noch so einen halben Donut im Mund? Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Ich meine, ist ja digital, könntest du ja problemlos ändern. Aber sieht er so aus? Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Es sieht aus wie Marlon Brando. Ja, so ein bisschen, Yo, ne? Mr. H. Im neuesten Screen. Was denn, DJ Dylan? Sieht aber auch so ein bisschen puffy aus. Also vielleicht stimmt das sogar. Unterwegs. Nein, geht nicht. Was? Das ist uncool. Das ist voll uncool, Mann! Bitte, das ist super uncool. Hey, Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Ich brauch nur Tunes für die Fahrten, Mann. Okay, jetzt hör auf. 5 Minuten? Nur 5 Minuten, das wäre genug. Mann.
Er sagte nein, Dylan. Okay, ich weiß, aber ich... Wir sehen uns am Van, okay? Das sind die wahren Probleme. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier eh nicht weg. Haben wir denn jemals rausgefunden, warum das da qualmt? Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Oh, ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, okay. Oh, sorry. Hallo? Huschen natürlich. Ja, besser als ein Podcast. Zwei Kids sind. Ich muss aufpassen, sonst. Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön knapp. Wir wollen doch. Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir. Das hält uns doch nur auf. Du weißt es, ich weiß es. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Aber im Podcast hätte man sicher auch jetzt eine geile Info bekommen, die später hilft, ne? Beides sind wahrscheinlich interessante Infos. Ich wollte nicht lauschen. Ich habe nur gewartet. Also ich meine, ich habe gehört. Ich habe nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, los, komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid. Da stand doch jetzt, Chris ist enttäuscht. Ja. Kann ich helfen? Ja, klar, ne? Beim Schlüssel suchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also... Lass ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne. Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Kacke. Na, ich würde jetzt schon mal sagen, hier, Digga. Ja, ist wichtig du? Für mich. Ja? Ja, es ist doch wichtig für ihn. Ja, aber... Es geht um seine Zukunft. Das hier ist wichtig für mich. Weißt du, was mir wichtig ist? Der Erfolg unseres Sommercamps. Oh, was ein Arschloch. Ist schon gereicht. Die Verluste vom letzten Jahr rausholen. Ängstliche was kann Kids er dafür? Vermiesen mein Business. Eltern rufen entsetzt bei mir an. Albträume, Daumen lutschen, Bettnässen. Denk da besser mal dran und erzähl nicht so einen Scheiß über die Hexe von Hagrid. Schalt dein Gehirn an, Champ. Das Ding da oben. Sorry, dass es so ernst ist. Wusste ich nicht. Keine deiner Handlungen bleibt ohne Folgen. Das muss dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Ja. Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Was ist das? Ja, kennt ihr denn Kumbaya nicht mehr? Gibt's nicht. Ich werd älter als meine eigenen Klischees. Jetzt singt es auch noch. Oh nein. Er sucht die Gitarre. Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und vielleicht dann zu viel sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Gib mir eine Minute. Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß, genau. Ja. Gut. So war es schon immer. Verdammt, wo sind sie? So in vielen Situationen. Drogen, immer sicher. Motorradfahren, immer sicher. Fallschirmspringen, immer sicher. Naja, also zumindest... Willst du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Du siehst sie doch nächstes Jahr. Waren die das? Caleb arbeitet am Shortplatz außerhalb der Saison. Und Kelly weiß noch nicht so recht, was sie will. Nee. Hat ja noch ihr Leben vor sich.
Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Ah, oh, da sind sie. Aha! Jetzt aber zack ich. Also, die suchen jemanden im Gebiet, der wahrscheinlich nicht so netter ist. Bring allen bei, dass es losgeht. Und jetzt gleich, sobald die weg sind, oder was? Wollen die loslegen. Und wer sind die Leute, die da hinkommen? Wie, die da hinkommen? Ja, die gleich, die ihn angerufen haben, meine ich. Wieder hast und wir noch nicht. Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vom Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Noob! Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut, dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also los geht's. Was ist denn? Ah, oh, stimmt, Alter, wir haben ich denke, ich. Ah! Das ja, Alter, wird das Ding ist Folgen haben. Kaputt. Aber okay, lass mich mal. Egal, was wir gemacht hätten, ob Benzinzufuhr kappen oder aber nicht, ich sag doch, oder das den boah, vielleicht machst Anlass du was oder. Falsch. Vielleicht machst du was ja. falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide. Shit. Komm okay, schon, komm Alter, schon. Chill. Chill, Alter. Verdammt! Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken. Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Verdammt! Ist aber ein Akku. Ja, der weiß natürlich, was für eine Gefahr okay. bevorsteht. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Na, die hören doch eh nicht auf ihn. Natürlich. Was mache ich jetzt? Raus mit der Sprache? Ja, komm, jetzt nochmal nachquetschen. Komm, wir wollen was wissen. Warte, wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen? Wieso? Wo gehst du hin? Ryan, ich bitte dich, vertrau mir. Ich vertrau dir auch. Kannst du das? Schließ die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Dieses Rumgebrülle, ey. Kann ich denn jetzt nehmen? So, der fährt da seinem Gehaltscheck entgegen. Der gute Dewey. Also, was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich. Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Siehst du, und schon will keiner mehr auf uns hören. Sollen wir jetzt der Partypooper sein? Da kriegt er ja gar nichts klar hier.
Was? Ja? Okay. Was soll das werden? Kein Mr. Hackett oder kreischende Kids. Nur ein Haufen Erwachsene, bereit mal so richtig die Sau rauszulassen. Oh, geile Idee! P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay, okay, okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Oh, Alter. Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, yeah, okay. Was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Er wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Ja, komm, mach du. Ich denke nicht, dass er uns Angst machen will, Jacob. Ich glaube, er hat echt Schiss vor irgendwas. So ein Scheiß. Chris schien die Sache sehr ernst zu sein, Leute. Jetzt zier dich nicht so, Mann. Komm, eine letzte Nacht. Ja, Alter, aber er erfährt's nie. Ich hab's versprochen. Nee, schon gut, Alter. Ist schon gut, wir haben's kapiert. Schon klar, du willst brav sein für Daddy. Okay, die sind gelangweilt. Dann komm mal her. Fresse, Mann. Ist schon okay, Mann. Vertrau mir. Es wird ganz chillig. Okay, Hacketiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuchen unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's. Ich find's gut, dass der irgendwie, die Figur mag ich irgendwie, weil er ist. Das wäre doch jetzt so, eigentlich die ideale Stelle. Der ist nicht so der anstrengende Jock oder so, der irgendwie so bully-mäßig drauf ist. Irgendwie, der ist so ein bisschen trottelig, aber sieht sich schon, glaube ich, als Anführer. Nee. Ja, also ich frag mich halt, okay, es gibt die Jäger. Oh, der ist er. Ach, da ja. Ist Bishop. Alter, und er hat so einen blutigen Giganten dabei. Was geht denn ab? Vielleicht wegen der Haut. Aber ja. Bestimmt sieht gut aus. Guck mal, der sieht gut aus. Ey, die Figuren sehen echt gut aus, ne? Die haben sie echt gut hingekriegt. Ja, ich fand die Emma bislang am schwächsten. Ja, gut, ja. Schöne Moonscheine. Erstmal. Ach, sag mal, Digga, du kannst doch nicht. Okay, gut. Na gut, okay. Krass. Redneck Nivea. Weg die Nivea. Beware. Aber es ist ein schöner Ausstieg jetzt. Hunting Season. Jawohl. Okay. Jetzt hier machen wir. Oh, perfekt. Perfekt. Sehr guter Trenner auch an dieser Stelle. Ja. Jetzt wird hier noch mal kurz geguckt, ob wir nicht eventuell irgendwas gefunden haben. Ach nee, ist gar nicht das Kapitelende. Doch. Ich habe gehofft, dass du zurückkommst zu mir. Lass sehen, was du hast. Was haben wir denn? Gar nichts. Absolut gar nichts. Du wirst dich umsehen müssen. Mann! Bring mir Karten und ich helfe dir. Wo ich herkomme, hilft man sich gegenseitig. Wir haben doch geguckt. Finde sie. Bitte. Du gehst besser los. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Und suche nach meinen Karten. Ist ja Karten, gut. Schmarten. Ja, okay. Das ist aber ein sehr guter Ausstieg für uns, ja. Denn wir sind eh am Ende. Und ich muss sagen, das hat mich positiv zurückgelassen, weil ich, das finde ich richtig gut bisher. Machen wir schon Pause und dann warten wir einfach. Wie hat's dir denn gefallen? Ich muss sagen,
Mal abgesehen von so ein paar Dialogen, fand ich das schon ganz stimmungsvoll. Natürlich, es sind altbekannte Tropes, aber wir sind ja auch in der Lage, ein bisschen darauf einzuwirken, was schon mal ganz nett ist, dafür, dass man halt den handelsüblichen Horrorfilm irgendwie bislang sieht. Genau, man spielt ja mit diesen Tropes. Also die werden ja Teil des Spiels so. Man weiß ja um diese Tropes und versucht sie zu vermeiden und kommt dadurch wahrscheinlich erst richtig in den Spiel. Ja, und macht es dadurch wahrscheinlich erst schlimmer. Ja. Die wissen ja auch, dass du es weißt, ne, die Entwickler. Also, deswegen, aber Ich fand die eine Stelle mit der Spinne, das fand ich schon wieder schön. Also es freut mich, dass solche Stellen dann auch Reaktionen hervorrufen. Das simple Jumpscares gefallen dir am besten. Und meine Vermutung ist ja, ich meine, okay, das sind die zwei Hillbillies, aber vielleicht sind das die sogenannten Söhne der Hexe. Weißt du, dass die Hexe sagt, sie macht dich dann zu ihrem Sohn. Die macht dich genau zu so einem Schlechter oder sonst irgendwas. Und darum geht's. Und ich glaube, hier David Arquette weiß darum, dass die kommen und eigentlich irgendwie... Ja, genau. Dass die jemanden jagen. Dass sie jemanden jagen und sie versuchen es halt selbst irgendwie zu verhindern. Jetzt bin ich nur gespannt, wie das mit der Anfangsgeschichte irgendwie zusammenhängt und wann das wieder auftaucht. Tier. Und ob das nur ein... Also ich glaube, es geht nicht nur um ein Tier oder so, sondern es ist eher so ein Kosmos aus Freaks. Ne? Freaks, die Zirkus-Freaks, die Ausgebrochenen oder aus dem Feuer entflohenen, die werden vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen. Vielleicht sind die da auch irgendwo untergetaucht und versuchen da jetzt so ein bisschen... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Zirkus-Freaks unbedingt jetzt die großen Antagonisten sein werden, aber wer weiß. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach nur die Leute sind, die in Ruhe gelassen werden wollen und alle halten sie für Monster und deswegen haben sie Schiss vor denen und sowas. Das wäre aber auch wieder ein Trope. Wäre auch wieder ein Trope, ja. Also es ist schwierig, noch was Originelles zu machen, aber wir wissen es nicht genau. Immerhin wissen wir nicht schon jetzt, wie es weitergeht. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Genau. Also ich hab Bock. Ich freue mich auf nächste Woche. Stimmt, ja genau. Wir wissen ja, wie es weitergeht. Wir machen das, spielen das ganz durch. Ist, da gibt's, weißt du auch nicht, ne? Nein. Oder meintest du mit nächster Woche die Achter-Session? Weil das gibt's nämlich auch noch. Ihr seht das ja jetzt am Freitagabend. Und nächste Woche gibt es diesen Hot Seat 8-Spieler-Multiplayer-Modus. Ja, ich glaube, wir spielen noch mal die Geschichte weiter. Ja, ich freue mich ja drauf. Ich wollte nur sagen, für die mal diesen anderen Modus sehen wollen, der wird dann irgendwie 4-5 Stunden lang nächste Woche gespielt. Das ist dann aber abends, ne? Ja, genau. Aber wir spielen live. Wir spielen nur an und checken diesen Multiplayer-Modus aus. Da musst du quasi dann immer den Controller weitergeben, weil jeder spielt einen Charakter. Bin ich sehr gespannt. Ede hat schon erfahren, dass wenn er stirbt, er nach Hause kann. Also mal gucken. Mal gucken, was dabei ist. Ich sehe schon, wie er ihn versucht. Okay, wie kann ich ihn möglichst schnell töten? Da ist eine Bärenfalle, da gehe ich schon mal hin. Ja, ich will gucken, was das ist. Er freut euch also auf noch mehr The Quarry. Quarry. Wir sind hier raus, ne? Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.